Tja. Dann haben wir ja in diesem Abschnitt ein bisschen Spaß mit Patrick. Wenn man davon Spaß sprechen kann, aber eigentlich sind die Patrick-Parts doch vollkommen okay. Ja. Ich fahre mal eine Runde mit. Der Blick von Patrick. Warte. Gibt es hier sonst noch irgendwas außer die Punkte? Nee, ne? Gut. Dann nehme ich wieder mit hoch, bitte. So. Hui. Sympathisch, wie die wegfliegen. Oh Gott, da war eine Spalte. Ja, der Schaden ist vollkommen okay. Ich habe mich mehr erschrocken über die Spalte hier. Die habe ich echt nicht gesehen. Und dann dachte ich mir so, kacke. Hätte mir eigentlich klar sein müssen, aber okay. Kann ich das auch kaputt machen? Nein. Hallo. Kleiner Pupsroboter. Ey, guck mal, da hinten ist ein goldener. Wender. Ja. Cool. War jetzt leichter als erwartet, aber da sind wir halt wieder beim Punkt. Ne? Ist halt sehr kindgerecht. Und trotzdem hat das Spiel, wie ihr wisst, mich schon zum Ragen gebracht. In den letzten Sessions. Also alles in allem muss ich sagen, bisher ist der Strandlevel super nice. Mit allem, was so dazugehört. Hey, verpiss dich. Der Roboter hat Bumm gemacht. Patrick ist der Beste. Bumm gemacht. So. Oh, hallo, werte Milf. Jetzt irgendein Kind zu Hause. Was zufällig die Folge kommt. Mama, was heißt Milf? Schon viel besser. Hey! Oh! Da hat's mich niedergerafft! Hallo! Hart wie ein Fels! Danke für die Punkte! Und das macht man aber hier theoretisch auch nur für Punkte, oder? Oder ist hier noch irgendwas in dem Bereich, was interessant ist? Außer, dass man jetzt hier auf die Fläche kommt, aber... Auf der Achterbahn, wo man wahrscheinlich auch noch rutschen wird, sind Tickies, ja. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Ja komm, ich muss jetzt nicht für die paar Punkte Schaden fressen auf Krampf. Das ist auch Blödsinn. Da gibt es genug andere Möglichkeiten, wie die hier... sein Geld zu machen. Ticket Booth. So. Da ist auch noch ein goldener Pfannenwender. Wait, dann sind in dem unteren Abschnitt schon mal zwei Stück. Warte mal. Also ja, das ist ja die Hauptmission. Das müsste die Krabs sein, ja. Und die anderen zwei gibt es also unten in der Brühe. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. SpongeBob muss das Blasenbowling beherrschen, um Skiball spielen zu können. Warte mal. Können wir das nicht? Nee. Da wird es wahrscheinlich, denke ich mal, wenn man das geschafft hat, auch eine Socke geben. Da müssen wir nochmal wiederkommen, wenn wir das irgendwann können.
Gut, dann wechsle ich jetzt wieder zu Patrick, weil Patrick hat ja die Mr. Krabs-Aufgabe. Dann spielen wir auch mit dem Seestern jetzt erstmal weiter. Ich kann auch so darüber. Zwar gerade so, aber ja. Krass, okay. Da ist ein Pfannwender mitten in der Luft. Und da hinten halt zum Vereisen. Warte mal, kommen wir da so rüber? So, hier sollen wir ja hin, um Mr. Krabs zu helfen. Ist ja alles schön und gut, Mr. Krabs. Nein, warte. Warte mal, waren wir hier schon? Nee. Smoothies! Lecker! Smoothies! Lecker! Exit. Da oben ist halt dieses Rutschen. Oh nö, wieder Geld ausgeben. Ich sag ja, also der. Die goldenen Pfannenbänder bei Krabs sind gar nicht so günstig. So, wo kommen wir denn da hin? So. Und es geht noch höher. Hier ist Bungee Jumping für SpongeBob. Alles klar, so soll man da also rankommen mit dem Bungee Jumping. Kann der das auch? Nee, ne? Nee. Denke nicht. Nein, voll daneben! Leck mich! Ich bin genauso verwirrt wie du gerade. So. Ja. Oh Gott. Hier kommen wir einfach nur wieder nach unten, oder wie? Oder hier drauf. Hier drauf. Hier startet die Slidebahn. Da hört sie auf. Oh, da hinten ist eine Socke. Warte. Ist zwar so vom Spiel, glaube ich, eher nicht gewollt, aber vielleicht schaffe ich das trotzdem so. Güte, yep. Wie gesagt, so war das nicht gedacht vom Spiel, denke ich, aber... Ich überlege gerade, ob ich SpongeBob hole und eben das Bungee-Jumping mache. Darf aber auch nicht außer Acht lassen, dass ich halt noch ganz andere Sachen hier machen soll. Kommt man da nicht so hin? Wahrscheinlich nein. Ich will es jetzt auch nicht riskieren. Ich hole kurz SpongeBob. Und dann geht's auch hier weiter nachher. Oh. So. Holen wir just den Schwamm. Dann haben wir wenigstens den einen Wender schon mal. Von den zweien. Die wir da ja gesehen haben. Ja, wie gesagt, der andere ist da hinten. Da bin ich momentan noch ein bisschen überfragt, wie wir da dran kommen. Aber anscheinend von hier irgendwie runterspringen auf die Fläche. Aber irgendwie ist gut gesagt. Irgendwo hier. Mit Patrick. Aber um die Kurve hüpfen, Patrick ist auch so eine Sache. Ja. Eben erstmal zum Bungee Jumping. So. Wo ist der olle Haken? Da. Und zack.
Jawohl. Wände haben wir. Ich überlege, ob ich jetzt auf die Slidebahn gehe mit SpongeBob eben und dann Patrick wiederhole. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Wenn das denn geht, so ohne weiteres. Ja, tut es. Ja, ich wollte die doch nur aktivieren. Da hat's mich gerafft. Machen wir es halt nochmal. Ist doch halb so weit. Los, SpongeBob. Los, SpongeBob. Ah ja, hier ist der Checkpoint. Alles klar, verstehe. Wir wollen aber nochmal schön zu der Slidebahn. Und ja, die möchte ich mit SpongeBob machen. Plus, ich will den Funwender, der da hinten liegt. Dann hätten wir wenigstens ein Level, wo wir die Funwender insgesamt haben. Ja, ich weiß nicht, wie nah ich da dran darf. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ja, oder man lässt die halt einfach aus. Warte. Ja, ich sollte jetzt nicht unbedingt verrecken. Das ist jetzt nicht so die schlauste Idee dann. Man muss die Tickies ja nicht auf Krampf dann kaputt machen. Wie gesagt, gibt ja anscheinend Inno-Punkte. So. Ja, warte. Wo war denn die Stelle, wo man mit Patrick eventuell schräg runter konnte? Eventuell über die Fläche halt auch. Also wenn man hier drauf ist. Aber so weit kann der nicht springen. Ich will nur schon mal kurz gucken, ob es hier überhaupt eine Chance gibt. Kann man das hier zerdeppern eventuell? Mit Patrick eventuell, ja. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So rum kommt man, glaube ich, eher nicht. Ja, hier das kaputt machen macht halt zu viel Sinn irgendwie. So, hier geht's halt auch regulär weiter. Da ist aber die Taxistelle, warte. Dann mache ich das mal eben just so. Dass wir hier wechseln. Das schalte ich auch noch nicht frei dementsprechend. Da muss ich hin. Boah! Nein, schade. Aber ich würde es trotzdem noch mal probieren. Irgendwie muss man doch da hinkommen. Smoothies! Kannst du das zerstören, Dickerchen? Über uns ist halt auch nichts, dass wir da irgendwie größeren Schaden oder ähnliches machen. So. Ja, gefühlt ist von hier schon der kürzeste Weg. Ne. Aber kann ich in der Luft, warte mal, kann ich in der Luft doppelt springen? Kann ich in der Luft doppelt springen? Ich will es halt gerade wissen. Halt so, halt nur. Der Weg von hier kommt mir aber auch weiter vor. Streckentechnisch, als wenn ich es von hier probieren würde. Ne. Kannst du vergessen. Wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Wahrscheinlich verschwende ich gerade komplett Zeit damit. Aber ah, das war knapp. Ich probiere das nochmal.
Könnte so klappen. Weil irgendwie muss man da hinkommen. Smoothies. Wahrscheinlich komplett anders, aber... So. Und hopp. Wieder so knapp. Wie gesagt, wahrscheinlich ist es komplett dumm. Smoothies. Wahrscheinlich ihr, die ihr das Spiel schon als Kinder gespielt habt, lacht euch wahrscheinlich schlapp über diese schlechten Versuche, da hinzukommen. Smoothies! Lecker! Warte. Naja, das ist viel zu weit weg. Am besten ist halt von hier springen und dann so. Meint ihr, das klappt oder meint ihr eher, das klappt nicht? Hier durch. Nee, das war doof. Vom Winkel her, also hier durch. Und dann... Mist. Aber da muss man doch irgendwie so... Smoothies. Irgendwie so muss man doch da hinkommen, oder? Da hinten ist halt auch noch eine Eisfläche. Wahrscheinlich kommen wir da anders hin, okay. Naja, war ein Versuch wert. Ich wette, Speedrunner machen das halt auch anders, weil es schneller geht, irgendwie so. Auf die Art und Weise. Ich weiß nicht warum, ich will halt die Fläche da halt auch nochmal räumen. Vielleicht komplett dumm und unnötig. Ich werde sie zerschmettern! Oh, nochmal! Oh Gott, Eisphysics. Also muss ich wahrscheinlich mit der Melone möglichst durchrodeln zu dem Automaten, wenn ich den kaputt haben will. Oh! Ja, moin! Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr mich so vehement verfolgt, ihr kleinen Arschlöcher. Okay. Auch komplett unnötig wahrscheinlich, was ich hier jetzt wiederum mache. Mann, ehrlich jetzt mal, geht mir nicht auf den Sack. Ja, kommt mal her. Na? Ich gebe wenigstens Punkte. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Nee, das lasse ich, glaube ich. Weil das ist ja nur, um die Maschine grundsätzlich loszuwerden. Ich weiß nicht, ob es da eine Belohnung gibt. Ich glaube nicht. Das sieht ziemlich kalt aus. Warte, 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 warte. Ja, schmeiß doch, Rudi. Okay, gibt eine Socke, hat sich gelohnt. Also hat sich das doch gelohnt. Hey, das gehört mir. Nice to know. Ich meine, ich habe gehofft, dass sowas passiert, weil ich dachte mir, die Fläche wird doch hier nicht komplett umsonst sein, weil das wäre ja kompletter Quatsch. So. Ja, den anderen goldenen Pfannwender will ich auch noch haben. Eben kurz die Unterbuchs mitnehmen. So viel besser. Smoothies. Und dann geht es hier hin. Ja, und da unten ist ja auch eine Fläche. Wie gesagt, ich denke mal, irgendwie von hier kommt man da hin. Hoffe ich zumindest. Hä? Irgendwie hat das gerade nicht so funktioniert, wie ich wollte. So, das mit dem Bootscooter haben wir. Alles klar. Ja. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Hier ist erstmal die Kiste, aber die will ich halt noch nicht benutzen. Genau, da ist das. Und hier ist halt auch noch irgendwas. Oh, dann geht's da ganz rüber. Nee, warte, stopp. Das will ich gerade noch nicht. Das will ich gerade tatsächlich noch nicht. So. Holen wir uns eben erst den anderen Wender. Und dann können wir meinetwegen andere Probleme angehen. Ich gedulde mich lieber.
Nicht, dass ich jetzt weiterlaufe und dann unnötig. Zack. Nice, dann wird das der erste Level, glaube ich, wo wir alle Wände haben. Hätte ich mir die ganzen Tode sparen können. Aber ja. Ist ja wurscht. Also die ganzen Tode, wo ich versucht habe, auf die Fläche so drauf zu kommen. So, jetzt möchte ich gleich natürlich noch gucken, wo wir dahin gebracht werden. Ich hoffe aber, dass wir von da auch zurückkommen können. Ich überlege gerade, ob ich erst die Funwender-Quest kurz abgebe. Ich glaube ja, und dann komme ich lieber hier wieder zurück. So, einmal hier die Schnellreise. Einmal die Unterbuchs. So. Bedankt. Und hier ist deine Belohnung. Ja, oh. Bedankt. Oh, Junge, Junge, Junge. So. Jetzt fehlt uns ja im Prinzip nur noch die Larry-Quest. Und dann haben wir hier tatsächlich in dem Abschnitt alle goldenen Funwender. Alle Socken. Tatsächlich auch anscheinend. 11 von 11 Socken. Krass, das wäre so der erste komplette Level quasi dann. Aber noch ist es nicht vorbei. Ah ja, Schnellreise kann ich doch nutzen. Dann sollte ich das auch tun. So. Und dann gucken wir mal, wo wir hier hin gebracht werden. Wie er fliegt, der kleine Seestern. Ja, seht ihr, jetzt sind wir nämlich hier. So. Ich weiß, es ist wahrscheinlich dasselbe. Genau, benutze die Patrick-Wippe, um zur Gulagoon zu reisen. Das heißt, von hier kann man dann auch darüber. Ist ja schick. Ja. Hier können wir wieder zum Schwamm wechseln, was wir ja auch müssen. Wegen der Schalter. So. Oh, wie Funken. Okay, Doki, der wurde geröstet. Ja, den brauchen wir dementsprechend nicht mehr schalten. Außer es gibt ein Hidden Achievement oder so. Ja, okay, den können wir nicht mal mehr aktivieren, weil die Mission vorbei ist. Okidoki, dann. Hui! Ab zu Larry. Und dann ist das der erste Level, den wir komplett haben. SpongeBob, du bist der Strandkönig. Hier, nimm diesen goldenen Pfannenwender. Na, aber. Den nehmen wir doch mit Kusshand. Ja, und dann können wir das Level quasi verlassen. Hier, wir haben alles in dem Abschnitt. Sogar alle Socken, krass. Aber wait, wozu dann das eine SpongeBob-Ballspiel? Ist das dann vielleicht wirklich einfach nur so, oder muss man einfach nur eins der Spiele gewinnen für eine Socke? Keine Ahnung, aber wie gesagt, scheint so, als wenn wir da alles haben. Hier nicht, hier fehlen uns 2 von 8, krass. So, hier fehlt uns der eine Wender. Den See trockenlegen und diverse Socken. Und hier waren wir noch, genau. Da fehlen uns 2 Socken. Und auch ein Pfannenwender. Ah ja, weil wir die Wandblasen nicht beherrschen.
Okay, ja, das sind die Abschnitte. Das hatten wir, das hatten wir. Und jetzt haben wir das. Wie man da hinkommt, gar keine Ahnung. Genauso wenig wie hier. Das leuchtet mir ein. Das müsste der nächste Abschnitt sein, den wir freischalten mit den 15 Wändern. Und von da aus wiederum kannst du dann wahrscheinlich hierhin, hierhin und hierhin, schätze ich. Und von da aus dann dahin, dahin und dahin. Ist wirklich die Frage, wie man dann dahin kommt. Aber soll unser Problem zum jetzigen Zeitpunkt auch gerade noch nicht sein. Oh! Das wäre ja fast schief gegangen. Ich glaube, für den nächsten goldenen Pfannenwender bei Krabs brauchen wir bescheidene 6500. Also jetzt 6000 und für den nächsten 6500. So. Aber erstmal ab zurück nach Bikini Bottom. So, euch zerstören wir auch. Genau, den Bereich haben wir. Das ist jetzt der nächste, den wir kriegen. Da ist auch die Kuppel von Sandy. Alles klar. Ich kann ja hier auch nochmal gucken, ob ich hier noch was übersehen habe wegen der Poseidon-Geschichte. Glaub aber nicht. Die nehme ich jetzt auch nochmal schnell mit, wegen der Punkte halt. Ja, nee. Da waren wir, da waren wir. Der Bereich da hinten sieht halt... Aber das sind doch einfach nur die Quallenfelder, oder? Warte mal. Zu den Quallenfeldern. Naja, der lässt mich nicht. Weil da hinten ja auch nochmal extra Taxischild ist. Oder ist das einfach nur das Taxischild für das Taxischild, um hierhin zurückzukommen? Wäre auch möglich. Naja. Hast du uns was Neues zu sagen? Worauf wartest du noch, SpongeBob? Nö, hat er nicht. Unhöflicher, kleiner Schelm. So. Mensch, schleich, Brudi. So. Rabums. Krass, dass die Explosion aber den einen Brudi immer mit erwischt. Bringst du uns jetzt eigentlich mal was Neues bei, oder? Vergiss nicht, um Roboter und Tikis zu besiegen. Nö. Wer weiß, wann wir die neue Fähigkeit kriegen. Vielleicht ja in dem Abschnitt da drüben. Kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt hole ich mir noch schnell die Tikis. Dann gehe ich zu Mr. Krabs und kaufe einen Funwender und würde dann, glaube ich, eine Aufnahmepause machen. So. So, gib Funwender, Bruder. Du willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender tauschen? Okay, 5000 sind. Das ist hochqualitative Hand. Ja, gib. Wie kam ich denn auf 6000? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich auf 6000 kam. So. Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus. 5500. Sollst du auch kriegen demnächst. Gut. Wie gesagt, das ist der nächste Abschnitt, da hätten wir auch schon früher reingekonnt, aber ich dachte mir halt, wir machen das mal in der Reihenfolge möglichst, wie das Spiel das auch möchte. Oh ja, dann geht's hier beim nächsten Mal weiter, ihr Lieben. Tut mir noch einen Gefallen, denkt bitte an den ganzen YouTube-Kram. Sprich, wenn euch die Sachen gefallen, die ich mache, lasst ein Like auf die Videos da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und Bock auf die ganzen Sachen habt. Dementsprechend aktiviert die Glocke, so verpasst ihr nichts. Und das Wichtigste, wenn ihr sagt, ich bin sympathisch, ich bin es wert, geguckt zu werden, dann empfiehlt mich doch bitte weiter, macht Mundpropaganda, denn mein Kanal ist immer noch sehr klein und ich würde mich über Wachstum freuen. Und ja, in dem Sinne, ich bin auch ein bisschen schockiert, SpongeBob, dass es jetzt hier endet, aber bis zur nächsten Aufnahmesession, ihr Lieben. Ciao, ciao.